Ja, Rocky, die Rasensituation oder die Platzsituation hier bei Askania ist dir bestens bekannt. Der Platz, unser Kunstrasenplatz, ist jetzt gesperrt bis auf unbestimmte Zeit. Inwiefern siehst du die sportliche Entwicklung hier bei Askania jetzt gefährdet? Sportliche Entwicklung gefährdet in dem Sinne, wir haben eine gute Vorbereitung gestartet, haben akribisch gearbeitet, gute Vorbereitung auch hingelegt, waren eigentlich guter Dinge. Jetzt durch die Situation, durch den kaputten Platz eben, durch diese Klumpenbildung, überhaupt die Verlegung der Trainingseinheiten, der Mannschaften, die Splittung der Mannschaften, muss man einfach sagen, ist wirklich, können wir nicht konkurrenzfähig bleiben den anderen Mannschaften gegenüber im Spielbetrieb, ob erste oder zweite haben. Weil einfach die anderen Gegner viel besser trainieren können, viel bessere Möglichkeiten haben. Uns bleibt hier maximal eine Stunde zum Trainieren und es ist natürlich für uns wirklich ein sportliches Defizit. Inwiefern merkst du, dass es die Mannschaft belastet oder inwiefern ist es auch ein Thema in der Mannschaft? Ja, belastet im Thema. Die Jungs sprechen zwar nicht persönlich drüber, aber wenn man Körpersprache lesen kann, merkt man schon, dass die Jungs unzufrieden sind mit der ganzen Situation. Ganz normal ist und also die Jungs kommen auch dementsprechend zum Training und wissen selber nicht, wo sie hingehören und da fehlt einfach das Zugehörigkeitsgefühl, sich mit dem Verein zu identifizieren, weil eben ungewiss ist, wo wir landen. Also Du sagst, sie wissen nicht, wo sie hingehören. Inwiefern siehst du es als problematisch, dass Askania auch dadurch natürlich das komplette Heimrecht erstmal verlieren wird, aller Voraussicht nach? ja, die Jungs, egal ob jetzt Erste oder Zweite haben, die lieben den Platz hier, gerade den Rasenplatz. Und es ist natürlich unsere Stärke, hier im FEZ zu spielen. Und wenn uns der genommen wird, wird sicherlich der eine oder andere mit dem Platzverhältnis auf anderen Plätzen nicht klarkommen. Ob nun Spieler, Feldspieler, ob Torwarte. Die Situation wird anders sein. Geht kein Weg dran vorbei. Und wird sich natürlich bei einigen Spielen dementsprechend auch auswirken. Wie siehst du die Zusammenarbeit zwischen Verein und den Beteiligten, sprich den Ämtern und auch den Verbänden? Siehst du dich da eher gut aufgehoben oder ist es so, dass man sich gerade als Trainer, der jetzt ganz vielen neuen Situationen dadurch oder die er dadurch bewältigen muss, inwiefern ist das für dich gegeben? Ist das gut oder ist das eher hundsmiserabel, um das mal ganz deutlich auszudrücken? Also viele Fragen, kurze Antwort, vernachlässigt. Aus dem ganz einfachen Grund, der Verein ist wirklich dabei, hier was auf die Beine zu stellen. Der komplette Verein, ob den Jugendbereich ist, im Männerbereich, mit den Trainern, mit den Verantwortlichen, mit den ersten Vorsitzenden, zweiten Vorsitzenden, also der ganze Verein eben halt, alle, die dazugehören. Und wir sind auf einem guten Weg gewesen oder sind auf einem guten Weg, eben hier wirklich eine Hausnummer zu machen, eine gute Adresse im Bereich Köpenick und Umgebung. Und sind natürlich, wird damit ein Knüppel zwischen den Beinen geschmissen, soweit wie die Ämter reagieren, nämlich überhaupt nicht oder wenig. Die Angebote, die sie uns machen, zum Beispiel für die Ausweichplätze, sind eigentlich lächerlich, beziehungsweise sind eigentlich nicht tragbar. Und von daher kann man nicht ordentlich arbeiten. Und die Gefahr besteht eben, dass wirklich passieren kann, dass gerade im Jugendbereich viele Jugendliche oder viele Kinder eben den Verein verlassen werden. Also die Gefahr besteht. Vielen Dank.